Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dir deine Abendbotschaft heute am Sonntag geben zu können, am Portaltag, Montag auch noch Portaltag, zwei sehr wichtige Tage, die wir hier haben und freue mich schon nachher auch auf die Zeremonien. Und jetzt schauen wir aber erstmal hinein, was der Sonntagabend nochmal für uns bringt, bevor wir dann das Tagesorakel für den Montag auslegen. Vollendung, der Vollmond, altes Heilwissen und die Kraft. Es geht heute ja generell in dem Tag um die Regulierung der Vergangenheit, um hier an einen Punkt der Neutralität zu kommen. Also deswegen kommt wahrscheinlich auch altes Wissen wieder in dein Leben. Wir haben einen sehr kraftvollen Tag, der uns wirklich zur Höchstleistung bringt, gerade der Abend. Also wir haben tolle Ideen, tolle Möglichkeiten, etwas zu kreieren, kreativ zu sein. Vor allen Dingen sind wir ganz und gar in der Kraft. Und das ist schon mal sehr schön. Jetzt schauen wir doch mal rein, wie dann der Montag verlaufen wird. Bleiben wir gerade bei den Karten, was die allgemeine Botschaft ist, wie euer Wochenanfang sich denn gestaltet. Die Mühelosigkeit, die Wiedergeburt und die Emergenz, das ist natürlich hervorragend. Also wir fühlen uns wie neu geboren, gehen am Portaltag mit dem Portal der Zukunft in unserer Zukunft einen ganz großen Schritt voran und weiter. Das Ganze mühelos, ja, in Synergien mit anderen, in Empathie mit anderen und vor allen Dingen eben kommt es zu unglaublich tollen Kooperationen oder Bereitschaft zu Kooperationen. Das finde ich schon mal sehr gut. Wie sieht's aus für die einzelnen Zeichen? Dazu nehmen wir oder befragen heute mal das Tarot. Und wir beginnen mit den Feuerzeichen. Das sind die Zeichen wieder Löwe und Schütze. Der Prinz der Scheiben. Ja, der Prinz der Scheiben ist eine Karte, die zur Besonnenheit rät, ja, die uns aber auch Chancen aufzeigt und gibt, vor allen Dingen im materiellen, beruflichen Bereich. Ja, also da kann man jetzt ein paar Weichen stellen. Das sind große Chancen möglich und vor allen Dingen ist eine große finanzielle Energie da, die sich entfalten wird. Für die Erdzeichen, das sind die Zeichen Stier, Jungfrau, Steinbock. Die Macht, vier Scheiben, wow, auch wieder eine Scheibenkarte. Also Kraft, Ordnung, Stabilität, Integrität sind heute die Schlagworte für dich an diesem Tag. Du kannst wirklich hier auch ein ganz solides Zukunftsfundament heute bauen, auch noch mit diesem Portaltag. Deshalb also auch eine ganz wichtige Energie für dich. Für die Luftzeichen, Zwillinge, Waage, Wassermann, die Lust da ist, ganz viel Lust da. Sechs Kelche ist wirklich das Übereinanderherfallen, die sexuelle Freude, die Anziehungskraft, das Spüren, Erleben vom Körper, das Verschlingen. Also hier wird es ganz hot. So, und für, wow, okay, für die Wasserzeichen kommt die Liebe, die Seelenpartnerschaft, die Vereinigung, ein großer Schritt voran in einem Dualseelenprozess wird für die Zeichen Krebs, Skorpion und Fische sich entfalten. Ich wünsche euch alles, alles, alles Gute, euer Malkiel. Herzlichen Dank natürlich fürs Zusehen. Bis dahin, ciao, kommt gut in die Woche.